Hallo und herzlich willkommen zur LS19 Challenge auf dem Zweisternhof mit dem Mikado. Hallo. Hallo. So. Ja, ich bin voll gegen Blumenkasten gefahren. Wir also müssen. Das tut mir echt schon ein bisschen leid. Wir müssen noch was ausprobieren, gell, mit dem Silo. Ja, das war schon ein bisschen doof in der letzten Folge. Du konntest dein Silo nicht leer machen. Ich mach mal hier noch ein bisschen an den Strohbergen rum. Und dann werde ich mal bei mir testen, ob das geht. Ah, warte mal, was ich vielleicht machen könnte. Ich, mit meinem anderen Traktor, den könnte ich jetzt erstmal hier abbringen. Könnte ich dann erstmal düngen, das Feld 16, und dann könnte ich wir haben jetzt auf jeden Fall genügend Stroh. Ach so. Und unser Feld ist auch abgeerntet, zum Glück. Gut, mein Feld hier. Brauche ich gleich noch Dingerstreuer. Ich hoffe mal, dass das Stroh jetzt keine Lags verursacht. Das wäre doof. Ist ja gut. Habe ich schon wieder 50 km/h, aber ganz normal MS. Ja, du Hacker, du. Der ist ja scheiße. Ja, guck dir das an. Also wenn du das sehen würdest, ich fahr grad. Na, jetzt fahr ich wieder ein bisschen weniger, jetzt fahr ich aber auch in Berko. Ich muss mal grad nach den Preisen gucken. So, das hier ist halt immer noch ein bisschen krass. Vielleicht mit der Silage? Ja, eigentlich schon. Oder was meinst du jetzt? Ja, der Silagepreis ist schon übel, also. Vor allem der Pferdehof zahlt nur 300 irgendwas. Ja, so. Gut, dann schnappe ich mir jetzt auch mal kurz den Ladewagen und check mal aus, ob die Silage reingeht. Ich checke die Checks aus. Wäre natürlich doof, wenn das wirklich in dem Mod liegt. Ja, das wäre wirklich ein bisschen doof. Und vor allem wäre das jetzt doof wegen meiner Silage, weil eigentlich kann ich das ja jetzt auch noch verkaufen, Geld dafür bekommen. Da habe ich so viel weniger Kohle. Ja, überleg mal. Wir könnten wirklich einen Haufen Kohle damit machen. Ja, aber wenn der Mod nicht funktioniert, ich glaube, dann könnten wir nur einen kleinen Haufen Kohle damit machen. Also ich habe bei mir ging aber mehr auf. Mal gucken, ob es auch weiter aufgeht. Oder musst du jedes Stück weiter extra aufmachen? Nee. Nachdem ich dann vorne das Stück weggemacht habe, geht er da nicht mehr. Also keine Ahnung. Ich guck mal ganz, ich habe 3000 drin. Ja, bei mir hat glaube ich bei 14.10 oder 14.000 aufgehört. Okay, krass, also nee, ich krieg weniger rein. Du hast du aber von beiden Seiten aufgemacht? Ja, bei mir habe ich von beiden aufgemacht. So, ich habe jetzt hier 9000 wegbekommen. Komisch. Geht's bei dir auch nicht auf? Von der einen Seite nicht mehr, ne? Ja. Jetzt mache ich mal noch die andere Seite und gucken. Also das ist schon irgendwie ein bisschen doof und komisch. Uiuiui, was sind meine Äuglein da? Was sehen denn deine Äuglein da? Geld. FRF hat seine Arbeit erfolgreich beendet. Der hat gerade erst angefangen. Der schließt bei mir das Silo auch wieder, wenn das bisschen weg ist. Ja, das meine ich ja. Also ich habe auf jeden Fall schon mehr drin wie du. Hier wird schon 16.000. Ja, du hast ja auch
mehr Gras davon gehabt. Also das ist ja klar. Aber halt nachdem du das dann alles weggemacht hast da vorne, dann geht er nicht weiter auf, oder? Ja, ich habe jetzt 17.000 drin und jetzt ist Ende. Ja. War klar. 100.000 drin. Hast du es schon mit dem Frontlader probiert? Mit dem Frontlader habe ich es probiert, ja, da geht's auch nicht auf. Hä, Helfer B, wieso? Komisch. Ah, jetzt, okay. Okay. Wir werden mal bis zum nächsten, zur nächsten Session, werden mal gucken, was da los ist. Ist jetzt unfair, wenn ich meins schon verkaufe? Ja, ich habe meins auch nicht verkauft. Oder wir treffen uns am Verkaufspunkt und wir verkaufen gleichzeitig. Also beide ja. Denn. Oh, der sinkt gerade auf 54. Ach, ich kann gar nichts mehr mitnehmen, deswegen. Ah. Also ich fahre zum Verkaufspunkt, wenn du willst. Warte, ich komm da kurz mit meinem Wald rein, weil ich will da kurz noch meine restlichen Ballen hier verkaufen. Jo, dann treffen wir uns gleich da. Sind ja einen etwas längeren Anfahrtsweg. Und mein Traktor fährt nur reale 43, 42. Mach doch meine auch. Ein Chip-Tuning drin oder was? Ja, bestimmt. Ich hab da bestimmt von so einem Lamborghini oder so einem Porsche bestimmt so einen Motor reingesetzt. Damit dann der so richtig. Ja, Lamborghini und Porsche, beide mit Traktoren angefangen. Echt? Haben beide wirklich mit? Ja, ja. Okay. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, Lamborghini gibt's ja immer noch, klar. Aber Porsche hat damals auch Traktoren hergestellt. Kannst du mal sehen. Das glaube ich nicht. Alles, ich weiß. In den 60er Jahren oder so sind die pleite gegangen. Was jetzt, ich glaube, sie sind pleite gegangen mit Traktoren. Warte mal, aber du sagst mir jetzt bitte, dass hier. Warte mal. Kann das sein, dass man Ballen hier nicht verkaufen kann? Ja, das wäre möglich. Aber dann, warte mal. Hey, ich dachte, du wolltest die Silage hierher bringen. Ja, auch. Ach Mann, wie doof ist das denn jetzt? Nee, warte mal, da hinten gibt's noch einen Trigger. Was ist denn das? Echt? Wo? Das ist die Molkerei. Kalkstation. So. Warte mal, gibt's da nicht extra eine Anzeige für Ballen oder so? Nee. Der Pferdehof wird's wahrscheinlich auf jeden Fall nehmen. Agri LB, weiß ich nicht. Die Mühle könnte auch sein. Ich meine, du kannst ja die Punkte besuchen und gucken, ob da einen Trigger gibt. Oh Gott, ich komme hier nicht mehr raus. Achso, viel mehr, komm hier. Komm. Warte. Fahr doch vorwärts, komm zu mir. Warte. Ich schaff das noch, pass auf. Hast du mich nicht gesehen? Ich stand direkt vor dir. Siehst du? Doch, ich hab dich gesehen. So, gut, dann vertick ich mal meine Silage. Oh nein! Oh nein, es sinkt! 750. Oh nein! Hä? Ach, du hast jetzt deine gar nicht verkauft? Nee. Hab ich doch gesagt. Ich dachte, du kommst. Ich verpeilt. Egal. Ja, brauchst du das Geld im Moment? Naja, ich hab 20.000, aber.
Ich so viel brauche ich jetzt gar nicht gern Geld. Eben, ich wollte gerade sagen, dann kannst du ja auf einen besseren Preis warten. Ich habe jetzt 15.000, dass ich mal wieder. Ich Warte, glaube, wie viel bringt denn gerade noch die Gage? Ja, komm, das. Was mache ich 7,48. Warte mal, wir machen hier mal noch was anderes. Ja, 10.000 habe ich halt nur, aber egal. Das ist nötig. Oh, oh, oh. Also die Autos, die haben auch irgendwie nicht so eine gute Kollision. Sind einfach gerade voll gegen meinen Ladewagen gefahren. Sind halt doof. Wieso habe ich jetzt gerade Lohnzahlung minus bekommen? Ich habe doch gerade, obwohl, warte, wegen gerade eben vielleicht noch. Ne, warte mal, was hast du denn gemacht? Wie viel war's? 12. 12 Euro? Ja. Dann warte mal, ob das gleich nochmal passiert. Aber guck mal, ob nee, ich glaube, das war wegen meinem, weil das wird ja pro Stunde dann gerechnet halt immer. Eine Lohnzahlung, ja, ja. Da. Ich dachte jetzt schon, du hast meine Reparatur bezahlt. 12 Euro Reparatur, ich glaube, das ist ein bisschen wenig. 7.500 irgendwas pro Ernte. Ah, komm. Wie viel hast du bekommen? Moment. Aber nee, das sehe ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Na, Einnahmeernte war, warte, ich habe 2,8 dafür gekriegt, dann sind es 14,9, 13,9. Ah, ja, gut. Für 17.000 allerdings. Steller hier. Meiner fährt nur 43. Ups, der Postkasten stand im Weg. Also fährst du hier einfach Postkasten? Nee, der war stärker wie ich. Wie ist die Mehrzahl von Postkasten? Postkästen. Wahrscheinlich. Postkästen, ja. Ach, siehst du? So, jetzt müssen wir uns eigentlich mal um die Aussaat kümmern. Was ich vielleicht auch noch tun könnte wegen dem Stroh, ist vielleicht mein, obwohl, warte mal, das war also mein Bergheu verkaufen, aber dafür dann halt meine Stroh, Strohdinger da halt. Also ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich die Ballen jetzt behalten. Weil du kriegst so viel weniger. Und die Ballen, oder wie? Ja, die Ballen würde ich behalten. Also, außer der Pferdehof, der nimmt wahrscheinlich Ballen. Außer der Preis beim Pferdehof ist wirklich gut. Pferdehof, Preis bei Ballen. 96 war es, glaube ich, ja. Ja, 96. Warte mal, ist das nicht, glaube ich, auch irgendwo bei mir in der Nähe? Links unten müsste das sein. Nee, okay, so weit. Warte, ich fahre erstmal zur Mühle, die ist ja hier noch näher. Was habe ich denn eigentlich gemacht? Warum haben wir eigentlich nicht? Warum haben wir eigentlich die Silage nicht bei der BGA verkauft? Die BGA muss man kaufen. Ja. Okay, das wird dann ein Auftrag fürs Lohnunternehmen. Also der muss auf jeden Fall die BGA kaufen. Wieso der? Wieso machen wir nicht einfach eine Konkurrenz? Naja, wenn ich jetzt die BGA kaufe, dann muss ich dir immer deinen Verkauf. Weiß also. Wenn ich jetzt bei der BGA was verkaufe, dann wird es dem Lohnunternehmer gut geschrieben und dann muss der es an mich zurücküberweisen. Das wäre am sinnvollsten. Das, weil es ist ja meine Einnahme eigentlich. Ja, für dich ja, ja genauso. Naja. So. Und das ist der Grund, weshalb ich diese Maschine und diesen Traktor gewählt habe. Wegen was? Geht. Ich habe ja die Horsch DC, die Pronto Horsch Pronto DC 9. Naja. Oh, warte mal, ich wollte noch düngen. Haben wir überhaupt einen Dünger? Ja. Jetzt muss ich hier runter zur Mühle fahren und hoffe mal, dass man da. Also, nee, warte, der Preis da ist nämlich noch höher. Und man kann hier. Niemand kann ja auch nur durch dieses blöde. Ja, und beim Pferdehof? Oder warte, kann beim ich. Pferdehof vielleicht geht's, da sind auch Ballen da.
das jetzt geht. Oh. Ja. Oh, warte mal. Scheiße. 20 Euro kaputt gemacht. Nein. Nein. Egal. Oh Mann. An die Idee, auf die Idee bin ich aber ernsthaft jetzt auch nicht gekommen. Das da einfach zu probieren. Na, ich hätte einfach auf gut Glück. Habe ich einfach mal probiert. Könnten übrigens. Hat zwar funktioniert, aber auf Pechglück wegen dem Geld. 20 Euro weniger, nein! Wir könnten auch eigentlich die Ballen, Butterfly noch verkaufen. Dann haben wir auch vor allem, ich könnte eigentlich hier bei mir auf den Grundstücken, die ich hier gekauft habe, könnte ich eigentlich mal das Holz fällen und verkaufen gehen. Das sind bestimmt auch nochmal so um die 2000 pro Baum. Ja, je nachdem. Weil ich habe ja hier direkt das Sägewerk. Ja, stimmt. Also es wäre da nicht. Das werden wir uns dann wohl eher für den Lohnunternehmer aufheben. Oder zumindest er soll die Bäume fällen und ich transportiere die dann ab oder lade die auf. So. Aber wir machen jetzt mal weiter. So, Okay. Oh, wir liegen ja. Oh Gott, ich bin schon wieder müde. Schon wieder ist gut. Tag ist lang. Aber wie viel Uhr haben wir eigentlich? 20.49 Uhr. Okay. Aufnahme. Warte mal, was? 20.49 Uhr, aber wir haben auch nur noch knapp drei Minuten, ein bisschen mehr. Ja, wir sind gut in der Zeit eigentlich. Vielleicht schaffe ich gerade noch das Düngen. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich angefangen? Nee, warte mal, ich habe damit nicht angefangen. Oh. Hast du nicht angefangen zu säen? Nee, würde ich eigentlich machen. Zumindest wollte ich meinen Helfer da dran stellen, weil ich bin dafür viel zu kaufen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde auch einen Helfer genehmigen, aber ich habe... Ich habe aber nur 3 Meter Breite als Säen. Ja, ich habe nur einen Traktor. Apropos, warte mal, ich kann auch gerade mal meine Zinsen zurückzahlen. So, ich hatte nämlich 10.000 geliehen, jetzt habe ich die wieder direkt alle weg. Da habe ich jetzt nur noch 20.000, aber komm. Ja, würde ich auch mal gern. Wieso habe ich eigentlich schon den vollen Kredit aufgebraucht? Ich weiß gar nicht, was ich... Achso, ich habe ja schon da hinten eine Einnahmequelle stehen. Den vollen Kredit schon? Ich glaube, ja. Guck mal. Ja, 250.000. Echt? Ja, was hat deine Sämaschine gekostet? 30.000. Ja, meine 104. Ja, aber deine hat auch keine Ahnung, wie viel Meter hat die? Ja, eben, aber es ist halt Kapital, was weg ist. Ja. Aber was haben wir letztes Mal gesagt oder letzte Woche mal gesagt? Bei mir arbeitet das Kapital. Bei mir liegt es nicht nur rum. Das ist ja meine Hoffnung, dass ich damit gewinnen kann. Ja, aber dann später das Geld auch nochmal alles zu bekommen. Wird dann ja auch erstmal was sein. Na, schauen wir mal. Obwohl, wenn man später ja dann die großen Maschinen hat, dann geht das ja eigentlich ganz flott. Genau, das sollte man ja... Warte mal, mit was wollte ich das jetzt denn anpflanzen? Mit was wollte ich das jetzt bitte anpflanzen? Wir hatten ja die Diskussion schon, ob es sinnvoll ist, ob wir überhaupt die großen Maschinen brauchen. Und ich sag, ja natürlich, weil ich möchte nicht immer mit 21.000 Liter Anhängervolumen rumfahren. Ich weiß jetzt nicht, mit was ich jetzt hier pflanzen will. Also welche Fruchtsorte meinst du? Ja. Ja, am besten Gerste, weil davon brauchen wir am meisten. Wenn er das jetzt macht, Ich würde am ersten. Wir werden am Anfang. Ja, aber ich will jetzt erstmal gucken, dass ich mal was verkaufe. Ja, scheiße. Und dann halt später das Geld dann halt benutze und dann irgendwie die Sachen. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich mir vielleicht dann Hafer oder. Ja, halt Hafer oder Gerste. Oder Raps halt vielleicht auch. Ja. Aber ich weiß halt nicht, dass das wieder wie letztes Mal ist, dass man dann so wenig daraus bekommt. Von was? Raps? Ja, generell halt. Ja,
kommt drauf an, wenn du zwei Düngestufen hast. Dann ich habe jetzt nur eine Düngestufe drauf, weil meine Sämaschine, die schafft halt nur. Also meine Sämaschine, die pflanzt halt nur an, die tut halt nicht. Düngen. Ja. Genau. Gut, aber dann würde ich sagen, verschieben wir das Ansehen beide auf nächstes Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und oder alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.